Ja, hallo. Wie konnte er mich sehen? Er marschiert fleißig nach da. Kann ich ihn irgendwie erwischen? Geh mal nicht. Ich will ja die ganzen Kisten hier haben. Nicht mit Schildern. Der rennt ja ein bisschen doof durch die Gegend. Einer ist platt. Ah, Scheiße. Komm, dreh dich um. Diese Kämpfe nicht. Der irrt hier immer noch wie ein Wilder rum. Hier, viel Spaß. Mach Abflug. Ich brauche die Kisten. So weit im Spiel, da kann ich richtig kämpfen, ne? Geil. Ah, ich brauche 3. Ist es ein Hinweis darauf, dass Page noch lebt? Oder ich hier noch jemand anders hole? Was geht hier ab? Hat so ein bisschen Alien-Vibes, ne? Hier irgendwas irgendwie noch versteckt hinten? Ich weiß es nicht. Das große Gewölbe. Ach nee, ich brauche. Ganz runter. Sehe nichts. Aber wie geht das mal geradeaus? Ja.
Ach. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas. Wir gehen mal hoch. Also hier führen mehrere Wege ins Ziel. Da kann ich hoch, da kann ich rum. Bis am Ende nach hier. Shawnee, Double H. Schnell, verbreitet den Bericht mit dem Sender und ganz Hillis wird mit uns sein. Die Gouverneurin wird euch sicher wieder helfen. Okay. Okay. Sie hat die Macht. Ach, da ist was Blaues. Ich glaube, ich muss ins Blau. Jetzt bin ich wieder im Kloster. Oh, Moment. Jetzt muss ich kurz gucken, wo muss ich hin? Nämlich hier. Aha. Muss ich erstmal einmal gucken. Da. Geh mal nach hier. Ich muss ja wieder weg. Ah, hier wird noch irgendwas passieren. Hundertprozentig. Nach. Oh, keine Ahnung. Hier waren schon Kisten. Da standen Kisten. Ich muss. Oh, ich muss nochmal gucken. Da. Guck schon richtig, da muss ich hin. Double H, ich habe die Gefangenen gesehen. Es ist schrecklich, es sind Hunderte. Los, lass uns Page mitnehmen. Mann. Seien Sie stark, Miss Jane. Kann ich Page nichts geben? Wach. Lass mich doch nicht so einfach entkommen. Glaube da nicht. Glaube da nicht dran. Glaube da einfach nicht dran. Mein Telefon klingelt, mein Telefon. Oh. Shawnee, es ist unglaublich. Wir haben eine E-Mail vom Chef bekommen. Er lebt, Jade. Er lebt. Ja, war klar. Paige! Oh. Sehr
sehr clever, diese Code-unter-den-Schuhen-Geschichte. Du hast sie gefunden? Hoffentlich hast du meine Einstellungen nicht verändert. Sie sind genau, wie ich sie gefunden habe. Mit Gestank und allem. Paige, ich... Du warst... tot, ich weiß. Aber du hast mich gerettet. Du hast mich wieder zum Leben erweckt. Du bist nicht die, für die du dich hältst, Jade. Tief in dir war immer eine unglaubliche Energie verborgen. Jetzt endlich bricht sie durch. Und du beginnst es zu verstehen. Paige, die Kinder, sie... Ja, ich weiß. Auch entführt. Sie haben sie in das große Gewölbe gebracht. Der Landestreifen ist der einzige Weg hinein. Wir müssen mit dem Schiff zurückkommen. Aber im Moment können wir nichts für sie tun. Wir sind viel zu wenige. Wir brauchen Hilfe, um die Mondbasis mit voller Stärke anzugreifen. Der einzige Weg, uns die Hilfe der Hylianer zu sichern, ist, Ninos Plan zu befolgen. Wir stellen den Bericht fertig und verbreiten ihn mit dem Langstreckensender. Okay, los geht's. Okay, weiter geht's. Wir kommen wieder. Und dann räumen wir hier auf. Besser? Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich war 16 Stunden in so einer Maschine. Ich dachte, ich käme nie wieder raus. Ich war 3 Wochen da drin. Jade, danke, dass du mich gerettet hast. Okay. Ich war 3 Wochen da drin. Hey, Moment mal. Das ist der Beluga. Du hast die olle Kiste ans Laufen gebracht. Okay. Stimmt, wir müssen ja da jetzt irgendwie rüber. Moment. Ich will es mal speichern und mir Carbabs holen. Oder bräuchte das? Eh nochmal wieder. Spiel speichern. Oh Gott, oh Gott. So. Der Sternenantrieb reagiert nicht mehr. Ich schalte um auf den normalen Antrieb. Das war unsere Rückfahrkarte nach Hillis. Jetzt haben wir keine Wahl mehr. Auf zum Mond. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich glaube, es sind keine Daten verfügbar, ne? Ich glaube, ich komme hier gar nicht weg. Dieser Sternenantrieb ist total kaputt. Den Rhinos werde ich aber schön die Meinung blasen. Ich glaube, ich muss hier nochmal rein. Nee, ich muss da irgendwie rüber. Hier ist mir einfach zu wenig los. Kann ich hier irgendwie klettern? Ja. Okay. Muss noch ein Stück hoch. Kann ich da rein? Nö. Nee. Also muss ich noch ein Stück hoch. Die Sache... hier festhalten. Ja, Sir. Und rüber mit dir.
Ja, und du? Okay. Ach, ich sehe. Ich sehe schon. Ne, da kann ich mich glaube ich nicht drauf hinstellen. Und runter. Und wegtreten das Ding. Einmal Tür aufmachen, bitte. Los geht's. Schnell, alle in den Senderraum. 60 mm Kanone in Schlangenlinie vor. Peter, Seite 39. Halt durch, wir sind fast beim Sender. Oh, gibt's hier noch irgendwas? Hier können wir speichern. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt aber auch immer nie was Gutes. Temperaturding. Ihr habt Kontrolle über den Langstreckensender? Das ist unglaublich. Ich arbeite so schnell es geht. Haltet durch. Okay. Ich bemühe mich. Lesen. Schnell. Wenn die Bevölkerung rebelliert, muss die Alpha-Abteilung von hier fliehen. Q86N. N6. So. N6. Sender Ausrichtung. Ziel Einstellung. Okay, Daten eingeben. Jetzt liegt es an dir, Jade. Okay. Daten nicht erkannt. Geschütztes System. Blockierung. 10. Sie blockieren die Steuerung. 9. 8. Null Problemo, Jade. Ich kümmere mich darum. 6. Amigos, Secundo el Magnifico zeigt euch, wer der Beste ist. 2. 1. System blockiert. Super Magnifico! Sieht eher nach Secundo el Superflasche aus! König der Idioten! Papst der Eierköpfe! Mein kleines Ferkel. Wie nur? Öffne Systemdaten. Hallo, General Secundo. Zu Ihren Diensten. Ich habe Una Amiga, die einen kleinen Bericht übertragen will. Richte uns auf 21.3 aus, por favor, schöne Señorita. Ja, Sir, General. Daten geladen. Übertragung. Ja. Loyale Hylianer, mit Hilfe der Verräter vom Iris-Netzwerk konnten unsere Feinde, die Doms, durch unsere Verteidigung brechen und die Stadt infiltrieren. Jeder Tag bringt einen neuen Dolchstoß. Ein Freund. Amigos, señores, señoras y naturalmente señoritas. Haltet Augen, Ohren und alles andere abierto. Ich will eure Zeit nicht mit langen Reden vergeuden. Ich möchte euch nur die ganze Geschichte erzählen.
L-Alpha-Abteilung sind Banditov, Verräter, Betrüger, Gauner, falsche 50er. Seht euch die Fotos an, die wir gemacht haben. Die Alpha-Abteilung steckt mit den Doms unter einer Decke. Die Alpha-Abteilung war es, die die Hylianer entführt und zu den Doms gebracht hat. Sind die Opfer erst auf dem Mond, wird ihnen alle Energie entzogen und sie sterben. Von Anfang an wurden wir getäuscht und manipuliert. Hört nicht mehr auf die Lügen, die die Alpha-Abteilung euch auftischt. Haut ab! Die Kinder sind noch in der Domsbasis. Wir müssen sie holen. Aber erstmal sollten wir besser den Sektor evakuieren. Gute Strategie, Soldat. Leider zu spät. Macht's gut. Selbstzerstörungsprozedur eingeleitet. Alle Mann. Oh. Wir müssen's weg. Ja, da lang. Hell? War ich hier gerade noch 3 Sekunden? Wir wollen uns hier drin einsperren. Schnell zum Schiff! Komm. Nein. Ah, sie haben uns mit dem Traktorstrahl erfasst. Also, ihr Ungeziefer, in meinem Netz gefangen. Na komm. Weg. Der dreht ja total am Rad. So. Traktorstrahl aktiviert lassen! Ah, ich hole die vom Himmel, Junge. Ernsthaft beschädigt. Weiter so, Miss Jake. Ja. Nimm mich, ich bin nämlich. Was hast du gehofft? Du bist dem Untergang geweiht. Echt? Nicht das? Geil. Traktorstrahl aktiv!
Wir müssen das Hovercraft starten, wenn wir den Traktorstrahl abschalten wollen. Ja, die Luft ist rein. Wir können ohne Probleme andocken, Miss Jade. Ja, dann los. Wir müssen in dieses Spinnending, um den Traktorstrahl abzuschalten. Dann gehen wir in dieses Spinnending. Ich würde einfach auch mal sagen, wir speichern und werden uns das Spinnending in der nächsten Folge angucken. Bis dahin, ciao.